Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Rico Schmidt ist zurück als Trainer. Der 51-Jährige trainierte zuletzt in Aalen, davor in Halle und Offenbach. Jetzt soll er Carl Zeiss Jena aus dem Tabellenkeller der dritten Liga führen. Seine Thüringer im Vergleich zum letzten Spiel in Kaiserslautern auf 5 Positionen verändert und schwungvoll vom Start weg. Patrick Schorr ist das nach 4 Minuten und Dominik Bock hat die erste Gelegenheit in diesem Spiel. Den Daumen gibt's für Vorlagengeber Schorr. Und Bock trifft nicht, weil er den Ball nicht mit dem Fuß trifft, sondern mit dem Schienbein. Die Fans, gut 5000 sind gekommen. Bei bestem Wetter sind guter Dinge, dass es endlich klappt mit dem ersten Dreier der Saison. Aber die Würzburger, sie hatten zuletzt einen Lauf. Und Fabian Kaufmann macht sich nach 7 Minuten auf die Reise. Der hat nur einen guten linken und überlässt dann seinem Außenverteidigerkollegen Frank Rundstadt. Ein äußerst schwungvoller Beginn im Paradies. Joe Coppens kann den Rückstand verhindern. Michael Schiele in kurzen Hosen musste auf 2 Positionen verändern aufgrund von Sperren. 5. Gelbe und Gelb-Roter. Patrick Breitkreuz unter anderem vorne mit drin. Kaufmann sucht ihn auch. Allerdings kann Nico Hammann Schlimmeres verhindern. Das war die erste Hälfte. 0:0, aber durchaus schwungvoll. Während wir nochmal eine der großen Gelegenheiten sehen. Es gab nicht so viele, aber zumindest ein paar. Rico Schmidt impfte dann seiner Mannschaft ein. Sie müssen offensiv ein bisschen durchschlagskräftiger werden, damit es was wird mit dem ersten Dreier. Und Dominik Bock vernascht seinen Gegenspieler, hat dann freie Bahn, aber findet seinen Meister in Vincent Müller. Gute Aktion von beiden Parteien. Müller erstmalig gefordert. Die Fans, sie haben Spaß an diesem Spiel, weil Jena kämpft und auch Würzburg tut wieder etwas mehr im Vorwärtsgang. Sie tun sich aus dem Spiel heraus grundsätzlich schwer, aber nach einer Standardsituation wird es gefährlich. Es klingelt nach 69 Minuten durch Sebastian Schupan, der Innenverteidiger. Er wurde schlichtweg vergessen. Dominik Volkmar war zugeteilt, aber nicht nah dran am Gegenspieler. Das 1:0, Schupans zweiter Saisontreffer. Und wenn sie erstmalig in dieser Saison 2:0 spielen würden, dann hätten sie 3 weitere Punkte auf dem Konto. Rico Schmidt peitscht allerdings seine Mannschaft nochmal nach vorne. Zuletzt gab es immer wieder Probleme bei Jena in der Schlussviertelstunde. Jetzt allerdings gibt es Abstimmungsprobleme bei Würzburg und die nutzt Kilian Paljuka. Unter Lukas Kwasniok ist der Schweizer in die zweite Mannschaft degradiert worden. Rico Schmidt holt ihn wieder zurück und er dankt es mit diesem Tor, seinem ersten für Carl Zeiss Jena und einem so wichtigen. Nach Rückstand kommt also Jena wieder zurück. Mehr allerdings wird es nicht mehr. Jena und Würzburg trennen sich 1:1. Ich glaube, wenn man das ganze Spiel ein bisschen von weiter weg betrachtet, dann geht es in Ordnung. Aber wie es am Ende passiert ist, ist natürlich für uns ein bisschen unglücklich. Dran zu glauben, nicht hinterher zu jammern, den vergebenen Chancen, Käuber oder Bock, größte Möglichkeiten zur eigenen Führung. Also starke Leistung, Mund am Putzen, weiter geht's. Heute gab es eine Punkteteilung. Nächste Woche Samstag hat Würzburg dann die Chance, gegen Duisburg erstmals in dieser Saison gegentorfrei zu bleiben. Jena will zeitgleich den ersten Saisondreier in Uerdingen einfahren. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.